Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Wir sind gerade auf einer Radeltour mit Andreas, denn wir filmen hier die vierte Staffel und auch das Staffelfinale von Pep Talk mit Andreas, Island Edition, auf Zypern. Ich habe euch gefragt, ob ihr Fragen an den Andreas habt und habe ein paar Fragen jetzt gesammelt. Und die stellen wir dir jetzt. Eine erste wirklich schöne Frage kam von Böde Simon. Wie bist du zum Fahrradkonstruieren gekommen? Das ist eine Frage, die werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt. Es ist eigentlich aus dem Zufall heraus gewesen. Ich habe Werner Jochem kennengelernt. Werner Jochem war ein Rahmenbauer aus Aluminium und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und der hat mich da so ein bisschen in diese Custom-Bauweise von Fahrradrahmen eingeführt. Ich hatte zu der Zeit auch schon selber viele Räder aus Stahl von Ritchie, von Fat Chance, von Rocky Mountain und irgendwann habe ich, wie gesagt, Werner Jochem kennengelernt, weil ich dann auch noch einen leichteren Rahmen haben wollte, damals eben aus Aluminium und der hat mir so ein bisschen die Möglichkeiten gezeigt, hat mir die Geometrien erklärt und es war also ein reiner Zufall, war nicht geplant und hat sich so ergeben. Hast du da schon Maschinenbau studiert gehabt? Nein, nein. Das war eigentlich noch während meiner Schulzeit. Und im Anschluss dann, wo ich studiert habe und im Radladen gearbeitet habe, bin ich dann mit dem zusammengekommen. Ja. Cool. Sehr schöne Frage. Also, auch eine sehr wichtige Frage, um auch zu verstehen, wie diese Leidenschaft entsteht. Eine sehr einfache Frage. Also an der Stelle Grüße an Werner. Shoutout an Werner. Eine einfache Frage von Prof. Cray. Wird es die Möglichkeit von individuellen Gravuren auf Titanteilen geben? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja, ist momentan nicht die Zeit für, weil das Individuelle momentan tatsächlich gegen die gegen den nächsten Strategieschritt von Falkenjagd und Rennstahl spricht. Was haben wir vor? Wir wollen tatsächlich mehr Standardisierung in unser Portfolio reinbringen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Lieferzeiten derzeit in den Griff zu bekommen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, grundsätzlich Ware abgestimmt auf Fahrräder zu bekommen, um dann damit einhergehend auch die Fahrräder im vernünftigen Zeitraum auf die Straße zu kriegen. Und dazu ist eben dieses Thema Standardisierung auch wichtig, um die Preise ein bisschen in den Griff zu halten. Denn durch diese Standardisierung lassen sich natürlich Abläufe, Prozesse optimieren, die man dann natürlich an den Kunden durchreichen kann. Und derzeit haben wir ja extrem hohe Inflationswerte, gerade in der Fahrradindustrie, durch Transportwege, durch Erhöhung von Rohstoffen. Und deswegen muss man auch quasi gucken, wie man den Preis im Griff hält. Und Standardisierung ist dann ein sehr mächtiges Instrument und sie hilft uns gleichzeitig aber auch, die Qualität noch ein bisschen kontrollierbarer zu halten. Jede Abweichung vom Standard ist halt natürlich auch ein Stück weit risikobehaftet. Von daher ist es etwas gewesen, was wir zu Anfangszeiten gemacht haben, wo wir vielleicht mal 100 Räder gemacht haben. Aber jetzt sind wir bei knapp 2.500-3.000 Rädern in dem Bereich. Und da ist es nicht mehr abbildbar in den Prozessstrukturen unseres Unternehmens. Gut. Nächste Frage kommt von Aber Andreas. Aber damit das noch kurz, eine Sekunde, Felix. Ja, ja. Wir haben ja Zeit. Die Orangen wachsen auch schön. Damit es aber auch gerecht ist. Ich fahre selber auch keine speziell gravierten Räder, ja, wo drauf steht Andreas Limited Edition oder irgendwas. Also ich selber fahre auch Cube, ganz normal die Serie von Cube oder Rose oder von Canyon. Die nächste Frage kommt von Andreas. Wie legt Andreas die unterschiedlichen Größen der Fahrräder aus? Geht er da nach Perzentilwerten, nach Erfahrungswerten oder wonach richtet er sich? Vielleicht für alle, die nicht wissen, was Perzentilwerte sind, ich weiß es nicht, was ist das? Das sind Erfahrungswerte aus der Statistik und das sind auch Abweichungswerte, wenn du dir die Gaußsche Verteilungskurve anschaust, okay, die Abweichungswerte von einem Standardwert, vom Erwartungswert und da kannst du natürlich dir immer überlegen, wie viel Prozent Abweichung vom Standard, vom Erwartungswert du quasi noch mit einfängst. Das ist auch ein gängiges Mittel in der Risikoanalyse, Risikobewertung, weil es auch ein
eine Aussage über Volatilität ist und Volatilität ist Risiko. Aber ja. Das ist jetzt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Danke, Andreas, für den Exkurs in die Statistik. Nein, aber was war jetzt die Frage? Die Frage war eigentlich, wie legst du die unterschiedlichen Größen der Fahrräder aus? Ja, also da sind es tatsächlich Erfahrungswerte und das natürlich in Abhängigkeit auch an den gedachten Einsatzbereich. Das heißt, die Größen werden ja ohnehin ausgelegt für gewisse Bandbreiten. Und du kannst diese Bandbreite auch noch ein Stück weit insofern entschärfen, indem du ein abfallendes Oberrohr nimmst. Jetzt hier Paradebeispiel, wo es nicht der Fall ist, aber bei allen anderen Rädern haben wir ein abfallendes Oberrohr. Das heißt, für Fahrer, die sozusagen bei selber Körpergröße beispielsweise tendenziell einen kleineren Schrittmaß haben und dafür einen längeren Oberkörper, ja, die können dann natürlich auch den tendenziell einen Rahmen größer nehmen, weil dann durch das abfallende Oberrohr das Schrittmaß noch konform ist und haben durch das längere Oberrohr des nächstgrößeren Rahmens natürlich auch eine passgenauere Sitzlänge durch den größeren Rahmen. Das heißt, die Erfahrungswerte spielen da ein, je nach Einsatzbereich und natürlich, also gerade was Winkel anbelangt, und natürlich auch abfallendes Oberrohr. Somit kann man dann mehrere Größen oder in Grenzbereichen mehrere Körpergrößen noch sowohl auf die eine wie auch auf die andere Rahmengröße bringen, je nach Präferenz. Und da ist die Regel, wenn das Rad ein bisschen sportiver genutzt werden soll, dann nimmt man tendenziell den kleineren Rahmen, wenn es etwas ruhiger, also einen längeren Radstand, komfort- und turnorientierter sein soll, dann nimmt man tendenziell den größeren Rahmen, wenn man eben zwischen zwei Größen sich befindet. On point, nice. Easy Steves 1967 fragt, der hat eine Frage zu dem Pressfit Standard BB86 von Shimano. Ja. Warum du den nimmst und nicht den BB386 Evo? Pressfit Standard. Ja. Noch nie gehört. Das ist derselbe Standard wie der Pressfit 86,5 von Shimano, nur dass der eben nicht einen Innendurchmesser hat von 41 mm, sondern ausgelegt ist auf, also präferiert auf 30er Wellen. Mhm. Ähnlich wie der T47 Standard. Das ist auch ein relativ neuer Standard. Das sind Standards, die aus Amerika kommen, geprägt durch SRAM größtenteils, weil die eben auch 30er Alu-Wellen haben, wie beispielsweise Haub auch. Aber die meisten Hersteller, so wie Camper, haben eine 24er Stahlwelle. Shimano hat eine 24er Stahlwelle. Und es ist natürlich so, dass die größeren Tretlager größere Lager vertragen und damit auch robuster sind. Nichtsdestotrotz, den Standard, den wir nehmen, ist auf 24er Wellen ausgelegt. Und damit reicht das Pressfit 86 komplett aus. Heißt das, man kann gar kein SRAM-Innenlager bei euch reinbringen? Ja doch, das geht schon. Also wie man auch eine Hauptkurbel einbauen kann. Ja. Allerdings ist es dann schon richtig, dass die Lager sehr, sehr klein werden. Da Haupt ist ohnehin nicht vernünftig lieferbar ist und Haupt jetzt halt momentan nicht angeboten wird, sind wir zum Pressfit 86,5. Aber ich habe das Evo 386 Lager tatsächlich schon im Hinterkopf gehabt und jetzt erstmal wieder verworfen. Mhm. Okay. Jetzt kommen ein paar Fragen zu einem zweiten Laufradsatz. Hast du einen Tipp für einen zweiten Laufradsatz? Und wie macht es sich denn genau bemerkbar? Das ist vielleicht eine Frage von, die wir zuerst von Marco Braun anschauen. Wie macht es sich denn genau bemerkbar, wenn man sich einen hochwertigen Laufradsatz zulegt? Also die Laufradsätze sind natürlich auch hier wieder auf unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt. So, grundsätzlich Regel Nummer 1, je höher die Profilhöhe eben ausfällt, desto härter ist ein Laufradsatz, desto aerodynamischer, aber vielleicht auch stabiler und belastbarer. Das heißt, tendenziell die neuen Gravel-Laufradsätze bauen nicht mehr so hoch, dafür breiter. Die erste Überlegung ist quasi, welcher Einsatzbereich. Die zweite Überlegung ist dann natürlich auch, wenn man sich einen zweiten Laufradsatz zulegt, wo nimmt man den ersten her und bis zu welchem Terrain soll er eingesetzt werden und dann, wo beginnt der andere? Das heißt, in der Regel macht man das so, dass der eine Laufradsatz tendenziell mehr Profil hat, eine dafür abgestimmte Kassette auch hat, beispielsweise Touring-Kassette, dann ist sozusagen die Sprünge hinten größer und man hat eine größere Bandbreite in Kombination mit breiteren Reifen. Wenn man einen Bergsprint-Laufradsatz nimmt, dann nimmt man einen sehr leichten Laufradsatz mit dünneren Bereifungen und
Wichtig ist allerdings, dass die Narbenkörper doch irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Ich würde da eigentlich dem Tipp folgen, dass man den zweiten Laufrad, das vom selben Radhersteller, also Radlaufhersteller bzw. Narbenhersteller nimmt, damit dann möglichst kein Nachjustieren des Bremssattels erforderlich, denn die sind nicht immer komplett an derselben Position, die Aufnahmen der Scheibe, und dadurch muss man hin und wieder den Bremssattel nachjustieren, wenn man den Laufradsatz tauscht, und das macht dann keinen Spaß, und dann macht man es nicht, und dann kann man sich das auch sparen. Mhm. Mann, Marius möchte wissen, in einem früheren Video wurde gesagt, dass die Räder ewig halten, nur die Anbauteile kaputt gehen. Wie sieht es aber mit der Carbongabel am Trail Gravel aus? Ja. Beim Rennstall wahrscheinlich. Ja. Wie lange gibt es da Ersatz? Wie verhält man sich bei Kratzern im Lack bei den Fahrrädern aus Stahl richtig, damit man diese nicht unbeabsichtigt zerstört? Ja. Also Fakt ist natürlich, dass die Carbongabel nicht so lange halten würde, wie wenn man eine Stahlgabel reintun würde. Allerdings muss natürlich die Fahrdynamik und der Fahrspaß mithalten, deswegen kommt nur Carbon in Frage. Und die Gabel ist natürlich weiterhin verfügbar, weil über Parapera wir ja diese Gravel-Carbon-Gabel dem Rennstall zur Verfügung stellen, dem Rennstall spendieren. Auf Lackkratzer, das ist ein Gebrauchsgegenstand, einfach mit, wenn mal einer reinkommt, mit dem Pinsel drüber. Die Rahmen sind ja eh Tauchblatt beschichtet und von daher auch relativ gut korrosionsgeschützt, auch von innen korrosionsgeschützt. Deswegen sollte man sich da nicht so viel Gedanken machen und ein bisschen Patina. Jeder Kratzer erzählt eine Geschichte. So ist es. Solange es keine schlechte ist, ist es ja gut. Die nächste Frage kommt von Hubert Nelke. Ihr würde gerne wissen, was besser flext und bei Gravel Rides komfortabel ist, Carbon oder eine Titansattelstütze? Also ich selber würde für so Gravel-Events auf alle Fälle eine Titansattelstütze nehmen. Man kann eine Packtasche hinten drauf machen. Mhm. Sie flext auch sehr, sehr gut. Ist unkompliziert, also für mich ist ganz klar die Titanstütze. Die Carbonstütze von Schmolke beispielsweise, die flext auch hervorragend. Kostet halt ein bisschen, gell? Bisschen 500 mal. Euro kostet die Schmolke. 500 Tacken, ja. Lieber Scholli. Aber sie ist auch ihr Geld wert. Apropos Geld, Niklas Gürtler fragt, kann man die Laufräder und andere Teile von euch auch einzeln bekommen? Gibt es vollständige Geometrietabellen für die Räder inklusive Trail, Stack, Reach, vielleicht sogar Eintragung auf bikeinsights.com. Welcher Laufradsatz wäre für Gravelbikes geeignet zur Verwendung mit Rennradreifen für Straßenausfahrten? Also sind einige Fragen, ja. Welche Schmierfette verwendet man am besten in den Titanrahmen? Warum steht man mit einem Falkenjagdrad in jedem Fahrrad-Event immer im Zentrum der Aufmerksamkeit? Okay. Also gibt's die Komponenten von euch einzeln? Ja, momentan in der Regel schon. Und unseren Kunden, die einen zweiten Laufradsatz haben wollen, geben wir auch immer ein. Momentan ist es nur tatsächlich sehr schwierig, Komponenten beisammen zu halten, um fertige Räder zu bauen. Deswegen ist es tatsächlich momentan mit einzelnen Laufradsätzen etwas schwierig. Das wird Ende des Jahres sich hoffentlich verbessert haben, und dann kann man auch problemlos nachträglich zweiten Laufradsatz dazu kaufen. Selbe beispielsweise mit dem Lenker. Der Lenker, der ist momentan permanent ausverkauft. Ich habe die eigentlich nur für die Falkenjagd und für die Parapera gedacht, dass die zum Einsatz kommen. De facto konfiguriert in jeder fast im Rennstall auch mit rein, und wir haben einfach nicht genug Lenker. Also da werden wir auch ständig gefragt, wann gibt es den Einzelnen. Also irgendwann wird es den Einzelnen geben, aber momentan brauchen wir sie tatsächlich alle selber. Genau, ja. Nächste Frage war zu den Geometrietabellen, wo die stehen und ob es die auf bikeinsights.com auch gibt. Ja, wenn mal einer die Zeit finden würde. aber Stack and Reach habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich es ergänzen werde. Okay, machen wir auch mal ein Video drüber über Stack and Reach, würde ich sagen. Und war das noch, welcher Laufradsatz für Rennrad, wenn man zum Beispiel eine EK fährt? Ja, dann würde ich auf alle Fälle den Schamal nehmen, weil der von der Maulweite so ausgelegt ist, dass man mit dem auch noch einen 32er Reifen fahren kann, aber gleichermaßen ebenso wie hier auch einen 40er, beziehungsweise sogar auch einen 45er. Ja. Hast du einen Tipp für ein Schmierfett am Titanrahmen? Sattelstütze, Steckachse, Tretlager? Also würde ich Kupferpaste.
Nochmal eine Frage von Hubert Nelke. Andreas sagt in einem Video im Sommer 2021, da ging es um Laufräder und Geld für Eis. Das war das, wo der Timmy das Eis haben wollte. Dass man beim Laufradsatz am besten denselben Namentyp Hersteller verwenden soll. Ja. Das haben wir gerade besprochen. Also ist nicht zwingend, aber muss, in den meisten Fällen macht es Sinn. Wenn man einen Parapera-Laufradsatz hat mit Tune, Nabe, Prinz, Prinzess, muss der zweite Laufradsatz dann auch die gleiche teure Tune-Nabe haben, also selbe Typ. Also es kann auch die King Kong, beziehungsweise jetzt heißt es ja Climb-Hill und Kill-Hill, nehmen. Da ist sozusagen der Abstand identisch. Muss nicht die teure Prinz-Prinzess-Variante sein. Aber es bleibt eine teure Tune. Aber es bleibt, ja. 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 Jetzt hat hier nochmal eine Frage von einem anderen Andreas. Jetzt ziehst du ziemlich viele Andreas an. Hallo Felix, hallo Andreas. Ich fahre ein Aristos RS Speed Goebel mit Bora WTO Ultra 45 Felgen. Sehr gut. Mein Lieblingsrad. Möchte als nächstes den Schwalbe E1 32 mm montieren, geht der tubeless? Ne, Pro One 32. Die Felge ist tubeless, ich fahre den jetzt halt auch mit dem Pro One 32 tubeless. Ja, sehr schön. Und dann haben wir noch eine Frage, die ich für den Abschluss auch ganz schön finde, ja, die du dir ja selber auch gerne selber stellst, auch in Telefonaten, sprechen wir da manchmal drüber. Wenn du nur ein Fahrrad besitzen dürftest, welche Art von Rad wäre es? Welche Art ist sogar neu, also, aber welches Rad, wenn das jetzt, du beziehst es immer auf die Achenor? Ja genau, das Rad für die Achenor, das einzige Rad für einzige die Achenor. Das einzige Rad, das du retten darfst. Das überleben darf, genau, und die Menschheit repräsentieren dürfte. also, so weit gleich. Nein, wenn es halt eins aus meinem Stall wäre, ja, dann wäre es, glaube ich, das Feigenjagd. Und zwar das Speed Gravel. Und da wüsste ich jetzt nicht, ob das RS oder R, eins von beiden. Ja. Welchen Laufradsatz? Den, also Bora WTO Ultra würde ich fahren, 45er, also den bin ich sonst ja auch am liebsten paar. Auch mit dem 35er Reifen. Und jetzt, also wäre auf alle Fälle ein Gravelrad. Wäre auf alle Fälle ausgestattet mit einer Zweifach-Kurbel vorne. Elektronisch oder mechanisch? Mechanisch. Aha. Für die Achenor definitiv mechanisch. Dann hätte es auch einen normalen Lenker, also keinen Flair-Lenker. Den da mit Alu? Da würde ich wahrscheinlich einen Schmolke-Lenker nehmen. Ja. Na gut, aber ob der so lange hält wie das? Naja, aber für die Achenor wäre es in Ordnung. Repräsentativ. Genau. Ja. Und der Rahmen wäre wahrscheinlich der Aristos R. Ach, ich weiß es nicht. Oder das RS. Eins von dem. Ja. Ja. Wir nehmen den Mu. Nehmen wir das R. Haben wir das auch mal geklärt, final. Ja, vielen Dank, Andreas. Das waren 10 schnelle Fragen. Und wir haben noch nicht mal die Orangenerntezeit verpasst. Das heißt, wir fahren jetzt weiter. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Felix. Danke für deinen Besuch hier. Vielen Dank für diese Staffel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir sehen uns bei der nächsten Staffel, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder mit begrüßen zu dürfen und bis bald. Ciao. Ciao auch von mir in die Runde und macht's es gut. Tschüss Felix. Ciao. Ciao. Ciao.